wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen zusammen. Ich hoffe, ihr seid alle noch gesund und munter. Bei mir ist auch noch der Rest, was raus muss. Ich war gestern einkaufen, meine lieben Leute. Ich habe gesagt, ich mache das lieber ein paar Tage vorher. Und ich habe gesagt, lass uns voll in Ruhe, gechillig. Es war voll gestern entspannt. Klar, natürlich waren Leute da auch und haben vorher auch eingekauft. Das, was man halt braucht, ich denke mal, den Rest werden die nach und nach holen. Und manchmal, kurz rein in den Schrank oder Kühlschrank, oh Mist, wie viel das und das. Ihr wisst, dass sie das ist. Meine Lieben, ich war gestern mal einkaufen. Es sind nur zwei Leute jetzt in Ernst, ne? Ich habe bestimmt für ein paar Tage mehr eingeholt, weil ich mir gedacht habe, ich muss ja nicht jedes Mal loslaufen bei dem Wetter draußen momentan. Es ist nicht schön, nicht gemütlich, ungemütlich. Da kann ich sagen, okay, da kann ich nachher vielleicht noch ein paar Sachen muss ich holen. Aber dann kann ich das Wochenende Beine hochlegen und sich entspannen und meinen Urlaub genießen zwei Wochen. Muss dann nicht großartig einkaufen, weil dann anschließend, man kann morgen nochmal einkaufen und heute, aber dann hast du Sonntag zu, Montag zu und Dienstag zu, durch die Feiertage, ne? Hab gestern so nebenbei, jetzt ohne gelogen, ich hoffe, ihr könnt das sehen, 81,11 ausgegeben bei Kaufland. Ja gut, die Preise gingen auch, geht hier auch und wir gucken meistens mal auf Preise. Damit genommen, da, diese Aufschnitt, vielleicht davon zwei, so ein bisschen mehr. Und bisschen Brot, bisschen, ne, ihr wisst, man braucht dann Kartoffeln, dann braucht man Reis, dann braucht man was weiß ich. Und da halt bisschen mitgenommen, weil ich finde, was ich habe zu Hause, habe ich. Da brauche ich nicht zigtausendmal in den Laden rein. Vielleicht muss ich nachher vielleicht mal kurz zu Aldi rein, mir nochmal ein Paket Milch holen, zu trinken. Trinken habe ich nicht berechnet. Ja, da wäre das knapp 100 Euro, wenn ich jetzt noch trinken, ein paar andere Sachen hole dazu. Ja, für ein paar Tage, dass wir hier zu Hause schön haben, gemütlich haben. Also bin ich euch ganz ehrlich, ich habe mal gehabt, dass ich das Nötigste hier zu Hause gemacht habe, ne? Und nur auf der Couch gelegen habe oder schön Pyjama und großartig nicht gemacht habe und so. Mein Wochenende so entspannt gehabt, so, ne? So sich erholt. Und manchmal braucht der Körper das, finde ich persönlich. Deswegen. Und 81,11 Euro nur, meine Lieben, für die Lebensmittel. Die Getränke sind nicht dabei gewesen. Die muss ich noch separat noch holen. Plus mein Krimskrams, was ich noch vielleicht noch brauche. Ja, da stand ich gestern so, wow. Und ich so, Mama. Das ist der Hammer. Ja, ist so halt so. Das ist halt, ja, Lebensmittel, wenn wir schön essen, vernünftig essen wollen oder ein bisschen mehr holen tun. Ne? Jeder weiß, was er so halt im Kühlschrank halt braucht. Kostet Geld. Und es ist nicht so Spaß. Und gut, ich habe kein Auto und keinen Führerschein. Aber gut, wir sind zu Kaufland gestern gefahren, in den Bus. Für die Fahrtticket kostet auch. Deswegen, mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Nächste Woche habe ich frei Urlaub. Die erste Januarwoche auch. Mal gucken. Ich lasse mich auf mich zukommen. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage. Holt euch schön. Genießt die Ferien. Die Kinder haben dieses Jahr zwei Wochen. Also praktisch die erste Woche im Januar auch noch. Nach Silvester. Ja. Würde ich sagen, Daumen nach oben, wenn das Video euch gefällt. Mal gucken, was der nächste Einkauf los ist. Also gestern war auch sehr entspannt. Es waren so einige Leute einkaufen, aber die waren nicht so gestresst. Also ich kenne auch Leute, wo ich erlebt habe auch, wo ich gesagt, so essen nur ein paar Tage. Man holt dies, das. Wenn das nicht haben, dann mache ich Plan B zu essen, sag ich mal. Immer meistens. Ich merke dann, die sind dann so gestresst, oh mein Gott, und sind drei Tage zu. Und Leute, es ist jedes Jahr das Gleiche. Du guckst auf Kalenderchen und sieht dir so geplant und was brauche ich denn. Manchmal ist es so, man macht sich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, unnötigen Stressfaktor. Muss nicht sein. Wozu soll ich mir unnötigen Stress machen, wenn ich nicht brauche? Also, genießt die Feiertage, lasst euch nicht ärgern. Daumen nach oben, abonniert nicht mal, würde mich freuen. Ja, mal gucken, wie der Tag sich bringt. Heute noch und dann schönes, erholsames
Langes Wochenende habe ich da. Ich habe Urlaub 2 Wochen. Mal gucken. Yeah!